Lege dich einmal ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe nun all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre aufwärts, zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper, zum Alpha-Chakra, dem 9., 10., 11. bis ins 12. Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken, in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Schleife, einmal um dieses Chakra herum, und sende dann diesen Strahl in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem. Und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder die des Göttlichen durchfließt und dich mit jedem Ausatmen das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit auf deinen Lichtkörper. Lasse ihn dir zeigen und atme weiter, diesmal jedoch in deinen Lichtkörper hinein und sehr bewusst weite ihn mit jedem Atemzug. Dehne dich aus, über jegliche Grenzen hinweg, mit jedem Atemzug weiter und weiter. Bist du Mittelpunkt einer strahlenden Sonne deiner Chakren bist. Sprich mir nun in Gedanken oder laut nach. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe
und insbesondere meinem Botschafter der Liebe, mir jetzt zu helfen und an meiner Seite zu sein. Ich bitte mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Chebayot, den Herrn der Heerscharen Melech Metatron zu mir. Ich bitte dich, Melech Metatron, erde mich auf allen Ebenen. Erde meinen physischen Körper. Erde meinen emotionalen Körper. Erde meinen mentalen Körper. Erde meinen spirituellen Körper. Und gleiche die Energien all meiner Körper miteinander aus, sodass Harmonie entsteht, und bringe alle meine Körper ins Gleichgewicht. Verweile, bis dies geschehen ist. Ich bitte nun meine persönliche Engelsgruppe und insbesondere meinen Aura-Engel, meine Aura zu kämmen, auszustreichen, zu glätten, von innen nach außen zu weiten, Löcher und Risse zu schließen und sie mit einer goldenen Versiegelung zu versehen. Und verweile, bis auch dies geschehen ist. Ich bitte Melech Metatron, entlang meiner Herzensstrahlen eine Lichtbahn zu verankern und diese so zu weiten, wie es jetzt für mich richtig ist. Ich bitte Melech Metatron, meine männlichen Anteile und meine weiblichen Anteile ganz und vollständig zu aktivieren und auszugleichen, sodass auch hier im männlichen und weiblichen eine vollständige Harmonie entsteht. Ich bitte Melech Metatron, meinen Biorhythmus anzupassen an meine Lichtaufnahme und auszugleichen und so auszurichten, dass er zu mir vollständig und perfekt harmoniert. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, meine Aspekte miteinander zu verknüpfen, so wie dies jetzt für mich richtig ist. Ich spreche die Worte Estanama Ehiyama und bitte, meine Lichtaufnahme zu erhöhen und mich dem allerhöchsten Licht auszurichten.
ganz und vollständig, so wie dies jetzt für mich richtig ist. Ich bitte um Entwicklung auf allen Ebenen meines Seins und um höchstes Lernen auf allen Ebenen meines Seins. Ich bitte darum, dass alles, was meiner Entwicklung zu einem göttlichen, sich selbst vollständig bewussten Menschen entgegensteht, sich nun zeigt, damit ich es intuitiv und in Leichtigkeit mit der geistigen Welt zusammen erkennen und lösen kann. Ich bin in der Absicht, mich vollständig dem Licht auszurichten. Ich bin in der Absicht, mich vollständig der Liebe auszurichten. Ich bin in der Absicht, mich vollständig zu ermächtigen, die Gnade der Entwicklung auf allen Ebenen anzunehmen. Ich bin in der Absicht, mich ganz und vollständig zu entwickeln. Und ich bitte, dass alles geschieht, was dazu notwendig ist, und genau so geschieht, wie es für mich richtig ist. Ich spreche die Worte Ahei Esche Ahei, Ahei Esche Ahei, Ahei Esche Ahei, Soham. Und wenn du magst, liebe Freundin, lieber Freund, so verweile an dieser Stelle, solange du magst, und setze erst dann fort, wenn du bereit bist. Bedanke dich zum Abschluss bei der geistigen Welt, bei Jesus, dem Christus, bei Melek Metatron, bei deiner persönlichen Engelsgruppe und insbesondere bei deinem Engel der Liebe, deinem Botschafter der Liebe, beziehungsweise deinem Aura-Engel und bei allen anderen Helfern um dich herum. Kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und Jetzt. Wackle ein wenig mit deinen Fingern und mit deinen Füßen und öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hattest, und sei voller Dankbarkeit und sei voller Mut und sei voller Vertrauen in das, was nun geschehen wird. An Anasha.